Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei Minecraft. Und ja, wir haben in der letzten Folge unsere Baumfarm endlich an den Start gebracht. Und wir haben schon gestaunt. Wir hatten mal geschaut, wir hatten irgendwie 100 Blocks oder 100 Blöcke und haben dann ein bisschen was anderes gemacht, hatten danach dann 1000. Und eigentlich habe ich es gar nicht lange weiterlaufen lassen. Aber ihr seht schon, wir sind jetzt bei fast 6k Holz. Das heißt, wir müssen uns dann langsam mal überlegen, was wir mit diesem Holz machen wollen. Ja, ich würde gerne dieses Holz in eine Verarbeitung pumpen. Eigentlich würde ich gerne... Oh, wartet mal. So. Eigentlich würde ich gerne in dem Zusammenhang unsere komplette Verarbeitung überarbeiten. Was will ich damit sagen? Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet. Wir gehen mal kurz hier hinten hin. Dann können wir nämlich mal kurz hier den Kram weiterlaufen lassen. Das müssen wir mal ein bisschen vorantreiben, sonst wird das hier nie was. Ja, ich würde gerne eigentlich alles das, was wir hier aus dieser Kiste exportieren, würde ich gerne ins ME-System holen. Aus dem ME-System ziehen wir es raus und schicken das, was wir wollen, entsprechend an die Pulverizer bzw. an die Sag-Mills. Da bin ich mir im Übrigen noch gar nicht sicher, was besser ist, ob eine Sag-Mill mit entsprechend hier Olle Imschek. Schaut mal, ja. Damit oder ob dann zum Beispiel ein Blockbreaker von Mindfactory sinnvoller wäre. Das schauen wir mal. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Vielleicht baue ich den Mind, den Block Smasher, so heißt er, irgendwann nochmal separat. Aber ich denke mal, wir werden erstmal bei der Sagmill bleiben. Auf jeden Fall aus dem ME-System hier in die Sagmill, von der Sagmill wieder ins ME-System. Die weiterverarbeiteten Produkte gehen dann aus dem ME-System entsprechend an diese Schmelzen. Genauso wie auch unser Holz, was dann quasi als Holzkohle zurück ins ME-System geht und dann an eine, ja, Brennstoffanlage, wenn man so sagen will, vergleichbar wie diese hier, wieder exportiert wird. Und ja, die Frage ist, wie machen wir es am dümmsten, wie fangen wir damit an? Ich würde sagen, ich fange erstmal damit an, dass wir uns nochmal einen Legierungsofen bauen. Vielleicht machen wir sogar gleich zwei. Und habe ich es jetzt falsch geschrieben? Nee. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, wir brauchen davon 6. Fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann können wir nämlich nach und nach die anderen einfach mit umziehen und damit ranpappen. Das wird nicht klappen, dachte ich mir. Hiervon könnte man eigentlich mal einen Schwung machen, ganz ehrlich. Oh, komm, was geht denn hier? Okay. So, dann zack, machen wir erstmal 2. 1, mach mir nicht schwach, ey, das gibt's ja gar nicht. So, so. Okay, machen wir mal 2 davon. Zack, zack und zack. Ach, es ist so geil, mit meinem E-System zu craften. Ich kann mir nicht helfen. Geht halt einfach wesentlich schneller. So, dann hätten wir schon mal 2. Okay, sehr schön. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine ME. Quatsch. Eine. Ich glaube, ich baue es erstmal da hinten auf. Oder ist das sinnvoll? Ja, ich glaube, ich baue es da hinten auf. Das hier würde ich im Übrigen auch gerne umziehen. Da bin ich mir bloß noch nicht so ganz einig, wie ich es machen soll. Weil eigentlich würde ich es gerne hier haben. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das Wasser hinkriege und wie ich dann die Verkabelung machen soll. Müssen wir mal schauen. Aber das hier soll auf jeden Fall mittelfristig auch mal umziehen, weil es mir hier einfach nicht gefällt. Das hier finde ich im Übrigen auch total hässlich. Könnte man schön von unten machen. Naja, schauen wir uns an. Kriegen wir irgendwie schon auf Reihe. Gut. Das heißt, wir haben hier Stromkabel, richtig? Richtig. Das heißt, wir könnten hier hinten damit beginnen. Was nehmen wir uns denn für eine Kiste? Das wird noch interessant. Haben wir überhaupt Kabel dabei? Wir haben ein bisschen Items dabei. Strom haben wir, glaube ich, gar nicht dabei. Ich reiße mal hier erneut den Boden auf. Ich gucke mal gerade hier. Ist ja natürlich nicht. Ist hier nebendran, ne? Ach, guck mal, unser alter Gang, den gibt es hier unten sogar noch. Wo wir irgendwann mal die Höhlen erkunden wollten, hat ja gut geklappt. Ich glaube, ich hatte den dann halt einfach eiskalt zugebaut. Ja, habe ich. Naja, so, wo waren wir reingekommen? Hier. Hier ist, ups, hier ist also unser Stromkäbelchen. Das geht dann also da weiter. Dann machen wir mal hier auf.
Zack. So, wo ziehen wir es denn hin? Ich bin mir noch nicht so ganz einig, wie das halt so irgendwie immer bei mir ist. Bei mir ist irgendwie immer so gefühlt, ja, man hätte gern das und das, aber man fängt erstmal an. Gar nicht überlegen, ob das jetzt so sinnvoll ist. Nein, wir fangen erstmal an. So. Zack, 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 zack. Und da haben wir eine dicke Energieleitung. Die brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Aber wenn wir hier... Doch, das könnten wir auch machen. Dann könnte man nämlich da hinten eine ganze Riege von denen bauen. Und dann könnten wir weiter vorne vielleicht noch eine ganze Riege von den Sagmills bauen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen Leitung. Da haben wir noch ganze 7. Das wird nicht ganz reichen. Dann schauen wir mal. Kriegen wir da noch ein paar gebastelt? Natürlich nicht. Schade. Kein Problem. Hä? Das waren die falschen. Kein Problem. Gucken wir mal. Können wir davon? Ja. Wie viel haben wir davon noch? Gucken wir gerade. Die 12. Okay. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie wir die herstellen. Das brauchen wir doch die Dings für, ne? Genau. Haben wir noch energetisierte Leitung. Ich glaube, die müssten wir dann auch gleich nochmal herstellen. Okay. Leitung. Nee. Da haben wir es doch. Ach, Legierung. Legierung, okay. Da könnten wir jetzt also locker ein Stack herstellen. Das werden wir auch mal tun. Dann kann ich gleich mal hier hinten ein paar Enderperlen rausholen. Zack, brauchen nämlich zack, zack, zack und zack, so. Ach, der hätte ich auch so hoch gekonnt, ist nicht so wild. So, dahin bitte. Wo haben wir es? Du bist, ah, hier haben wir sogar noch drin, du bist eingestellt auf Schmelzmodus? Nur Legierung, ich schmeiß das mal mit rein. Schmelz, ach, da unten, ach, nur Legierung, wer gucken kann. So, zack, 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 zack und dann rüttelt er hier durch. Da haben wir sogar noch einen, sehr schön. Ach, wo müssen wir hin? So, da gerne bitte, danke. Dann könnten wir uns gleich noch... Oh, wie war denn das mit Redstone, Legierung, Redstone, Glowstone und so, ne? Gucken wir mal. Redstone, Glowstone und Gold. Na, okay. Na, hilft alles nix. Einmal Red bitte. So. Dann Glowstone. Haben wir zwar noch ein bisschen was auf Tasche, aber nicht genug. Nehmen wir uns mal einen ganzen Stack mit. Glow. Da haben wir auf jeden Fall aktuell genug. Das ist schön. Und dann hätte ich gerne noch ein bisschen Gold. Das ist tatsächlich Mangelware. So, dann schmeißen wir die nämlich auch mal damit rein. Zack. Der rödelt hier fleißig durch. Hier könnten wir noch einen, ne? Genau, du bist nur Legierung. Perfekt. So, okay, müssen wir nur dran denken. Wir müssten uns irgendwie unten auch nochmal so eine kleine Verarbeitung mit aufbauen. Könnte man ja eigentlich easy machen, dass man hier einfach irgendwie noch so ein paar von den Dingern mit reinschmeißt. Wäre eigentlich nicht so wild. Okay, wir wollen, das brauchen wir auch noch. Das probieren wir direkt mal als erstes. Ich hätte gern einen Emitter. Das erste Mal, dass ich mit einem Emitter arbeite, wird schon funktionieren, hoffe ich. So, jetzt haben wir den. Dann brauchen wir Kabel. Haben wir davon noch? Davon haben wir noch welche. Ich nehme mir mal so ein Smart-Kabel. So. Wie sieht es denn aus mit Truhen? Truhe haben wir normale. Sollte eigentlich reichen. Wobei, wir können uns da hinten mal eine klauen hier. So große brauchen wir im Leben nicht. Nehmen wir mal so eine silberne hier mit. Im Übrigen habe ich überlegt, ob ich nicht... Das könnte man vielleicht auch gerade nochmal machen. Wenn wir schon mal hier sind. Erstmal hier wieder anschmeißen. Das gerne weitermachen. Und hier hinten könnten wir uns überlegen, ob wir da nicht mal eine große Kiste hinschmeißen. Das wird jetzt zwar alles hier erstmal durch die Gegend fliegen, aber ist mir egal. So. Funktioniert das trotzdem? Aua. Hör auf!
So, und dann schmeißen wir den ganzen Kram wieder hier rein, den wir nicht brauchen. Habe ich jetzt erstmal wirklich nur deshalb gemacht, dass wir hier weniger Druck haben und das entsprechend schön vorlaufen kann, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. So. Wo haben wir noch mehr Ton? Seelensand. Sehr schön. So. Na, komm schon. So, okay. Wir sind auch nicht mehr vergiftet. Alles gut. Sand, Torf und das Hitzsand. Okay. Zerfallenes Getreide. Na gut. Haben wir das rausgeschmissen? Asche kann auch weg. Was haben wir hier noch? Cobblestone. Können wir behalten. Okay. So, dann haben wir das auch ausgetauscht. Sehr schön. Der rödelt auch. Den klauen wir mal gerade nochmal hier so. Wir schmeißen da nochmal rein. So. Eigentlich müssten wir langsam mal ein bisschen Gold machen. So. Zack, zack. Weil Yellorium geht tatsächlich aktuell. Da sieht es nicht so schlecht aus. Wie ihr seht. Zack, zack, zack und zack. So, dann können wir gerade nochmal nach oben gehen. Weil ich hier so rumgetrödelt habe, ist hier mit Sicherheit schon einiges durchgelaufen. Sehr schön. Wie sieht es damit aus? Ja, hat noch Zeit. Okay, wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen was für Kabel, ne? So, Leitung. Dann bitte diese. Wir haben auf Tasche 8. Nehmen wir uns mal noch einen Schwung mit. So. Ja, sollte für den Moment, denke ich, erstmal reichen. Und legen den Strom von hier hinten erstmal weiter hier lang. Ist so ein bisschen die Frage, ob das so sinnvoll ist, eigentlich die ganze Zeit auf eine Leitung zu gehen, ne? Weil wenn wir uns das so anschauen, diese Leitung ist es auch, die nach da hinten geht und hier hinten einfach mal alles betreibt. Auf der anderen Seite brauchen die Sachen eigentlich gar nicht so viel Energie, ne? Naja, wir schauen mal. Gut. Und dann haben wir dieses. Dann könnten wir... Hier hinten dran hätten wir dann noch einen Gang. Ich glaube, ich mache ich sie nach hier oder... ich glaube, ich setze sie doch hier hinten hin. Oder? Ja, ich glaube schon. Dann prügeln wir das hier nämlich auch gerade mal raus. Zack, zack. So weit müssen wir eigentlich gar nicht. Ziehen mal den Strom hier rum. So. Können wir eigentlich direkt hier anfangen. Wo haben wir unseren? Da ist er. Und schmeißen die hier rauf. So, dann haben wir nämlich zack und zack. Jetzt lasst mich kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, wo es reinkommt und auch etwas, wo es wieder rausgeht. Wir könnten uns überlegen, ob wir, wie wir es machen, ob wir sie von hinten reinpumpen lassen oder von hinten raus. Oder, naja, ihr wisst schon. Ich konfiguriere die aber erstmal so, dass da nichts rüber geht. Deaktiviert. Okay. So, und hier dasselbe in grün. Der läuft hier auch schon schön voll. Das ist gut. Klack, klack, klack. Und deaktiviert. Und auf der anderen Seite bitte auch. Ja, yeah, okay. Dann jetzt die Frage nach dem Rein und dem Raus. Ich glaube, ich setze erstmal hinten das Rein. Oder? Macht das Sinn? Ich weiß, ich kriege dann nachher wahrscheinlich wieder Probleme mit meiner Kiste. Na, wir schauen mal. Zack, zack. Und da geht es rein. Inserten bitte. Und inserten bitte. Und hier ziehen und vorne ziehen was dann raus. Oder wir ziehen es oben raus. Das ging ja natürlich auch. Das was dann hier oben einfach rausziehen. Wir müssen aufpassen mit der Kiste. Wenn wir die hier hinstellen, müsste es aber eigentlich gehen. So, und dann kriegen wir nämlich hier einen Extract. Perfekt. Immer aktiv und immer aktiv. So, okay, dann haben wir das. Ja, das ist natürlich bei weitem noch nicht fertig. Das ist soweit klar. Was würde ich jetzt gerne machen? Wir brauchen noch eine... Wir brauchen noch eine Ender-Chest, die nach da hinten pumpt.
Okay, wir gucken mal, was haben wir denn an Wolle hier drin? Nicht so richtig viel. Okay, dann gehen wir mal kurz. Also wir haben schon viel, aber nicht das, was ich suche. Ich suche nämlich eine Farbe. Orange haben wir, glaube ich, sogar schon benutzt, ne? Ja. Was haben wir hier? Schwarze Wolle können wir nehmen. Okay, das ist super. Ich nehme mal die ganzen Farben mit, die wir haben. Ansonsten Wolle müssten wir unten genug haben. Zack, zack. So. Achso, wisst ihr, was ich noch machen wollte? Ich wollte mir noch eine Ender-Pouch bauen. Jetzt kann ich ja hinten gucken. Wir importieren ein SME-System mit Grau. Okay, dann bauen wir uns mal schnell noch eine graue Ender-Pouch. Wo ist sie? Da ist sie. Zack. Können wir die ohne weiteres? Na, perfekt. Zack. Und Wolle. Nehmen wir uns mal nämlich hier so eine graue. Sehr schön. So, dann würde ich nämlich gerne mal gucken. Perfekt. Da haben wir nämlich dann auch diese Ender-Pouch. Das ist sehr nice. Dann können wir einfach Sachen, wenn wir unterwegs sind, reinschmeißen und sie landen direkt im ME-System. Sehr, sehr schön. Gut. Ich will gerade mal gucken, wie wir Wolle am besten färben können. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn? Lehmige Wolle? Nee, nehme ich dafür jetzt einfach mal die schwarze. Wie kann ich eine schwarze Wolle herstellen? Geht das so ohne weiteres? Beim Inksack, Tintenbeutel. Geht das auch anders? Kann ich einen Tintenbeutel auch anders herstellen? Nee, ne? Ach, okay. Das ist natürlich blöd. Dann sind wir gezwungen, demnächst wieder auf Suche zu gehen. Da, okay. Mit Schwefel, perfekt. Okay, ich gehe mir mal Schwefel organisieren. Da haben wir oben, glaube ich, einiges von. So. War das oben? Wo hatten wir den ganzen Kram? Hier müsste einiges sein, oder? Nee, das ist Salpeter. Aber Schwefel hatten wir doch auch einiges, oder? Hier waren wir im Übrigen auch lange nicht. Oder war Schwefel auch Mangelware? Nee, oder? Da hatten wir doch eigentlich auch einiges von gehabt. Der rödelt noch. Okay, schauen wir nochmal unten. Zack, Schwefel. Ja, geht. Easy. Alles klar. Dann machen wir mal so. Und Wolle. Und zack. Perfekt. Dann können wir uns gelbe Wolle machen. Das ist sehr schön. So. Und dann Ender Truhe. So. Ich hätte mir eigentlich gleich mal einen ins Inventar legen sollen. Dann hätte ich nämlich jetzt hier nicht nochmal Wolle eingeben müssen. Dann machen wir zack. Nehmen wir uns zwei mit. Okay. Ja, was ist jetzt, was möchte ich machen? Wir brauchen noch einen Export-Bus. Wir brauchen noch einen. Das war doof. Wir brauchen gar keine. Doch, wir brauchen zwei. Wir brauchen aber auch noch eine graue. Brauchen wir noch eine graue? Wir brauchen noch eine graue, natürlich. So, nochmal das Ganze bitte. Zack. Und bitte graue Wolle. So. Und wir brauchen noch einen Exportbus. Export. Exportbus. Das bedeutet Export aus dem ME-System heraus. Okay, da fehlt uns wahrscheinlich einfach mal alles. Genau. So, dann schauen wir mal, das war das hier. Kriegen wir das auf Anhieb hin? Ja, komm, nehme ich Exportbus. Dann brauchen wir noch den Kolben. Kriegen wir auch hin. So, sehr schön. Exportbus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Bin ich mir nämlich selber noch gar nicht einig. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich setze hier mal eine von den beiden hin. So, sagen wir mal zack. Und die exportiert. Extrahieren. Immer aktiv. So. Und hier oben drauf setzen wir eine graue. Zack, zack. Und klappt ja gut. Ich will die aber gerade setzen. Was soll man hier Wolle, ne? Ist zu hoch? Ne, es passt, ne? Ja, perfekt. So.
Okay, das heißt, wir haben hier dann den Insert. Nein, nicht Extract, Insert. So, okay, ich hoffe, hier ist jetzt nichts reingekommen. Nö, sieht gut aus. Das heißt, die Sachen kommen hier an, gehen entsprechend, werden verteilt auf die Öfen und gehen dann hier raus und gehen hier wieder ins ME-System. So ist der Plan. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das einstellen, dass auch die richtige Menge extrahiert wird. Und jetzt kriegen wir hier schon ein Problem, weil mir das hier eigentlich alles schon viel zu eng ist. Naja, wir schauen mal. Wie viel kann man hier noch offen? Hier haben wir 0 von 8 Kanälen. Okay. Wir könnten natürlich auch hier rangehen. Dass wir hier eine Kiste hinstellen. Aber was ist das? Das hier ist ein Import. Lasst mich gerade mal überlegen, wie wir es am dümmsten machen. Diese Kiste darf nicht allzu voll laufen. Warum? Weil wir wollen ja über diese Kiste nachher noch einiges mehr haben. Ich will eigentlich erstmal mit der hier arbeiten. Ich will es mal probieren. Ich weiß nicht, ob es sein muss. Lasst mich schon mal gucken. Oh, wartet mal. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Brainlag. Also, ich würde eigentlich gern das Holz in eine Silberkiste laufen lassen, weil ich will es mit einem Level-Emitter machen. Muss ich aber eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich kann ich es direkt hier mitmachen. Okay. Ist so ein bisschen die Frage, kann ich das auch hier hinsetzen? Was passiert denn dann? Gar nichts, okay. So, dann wollen wir haben... Ach so, doch, ich weiß, warum das ein Problem ist, weil wir wollen ja das Holz, wollen wir ja per Level-Emitter und die anderen Sachen sollen ja komplett rausgehen. Okay, das heißt, wir haben doch ein Problem. Ich nehme die nochmal kurz weg. Mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem Kern da hinten. So, okay, dann setzen wir die mal hier hin, sagen hier Export und sagen außerdem ach, der braucht noch so eine Redstone-Karte, ne? Wie heißt denn das? Applied. So, wo sind denn die Karten? Da, Capacity, Fertigung, Umkehr, Redstone-Karte. Okay, ich glaube, der braucht diese Redstone-Karte. Okay, dann schauen wir gerade mal. Vielleicht machen wir das auch in der nächsten Folge. Oder machen wir das jetzt noch? Ich überziehe schon wieder massiv. Ich merke das. Ich merke das. So. Das probieren wir gerade mal noch. Ah, wir haben die, die haben die Karte nicht. Wo ist die Basiskarte? Nee. Basiskarte. So, komm her. Zack. Und dann, wo ist die Redstone-Karte hin? Da. Eine bitte. Und dann schauen wir mal. Also, ach nee, so war das. Genau, der braucht nämlich dieses Redstone. Damit er das hier kriegt. Aktiv. Mit Signal. Und du gibst ein Signal. Wartet mal. Wir sagen... Kommt das hier rein? Nee. Ja, ja. Ups, das war Blödsinn. Habe ich jetzt kaputt gemacht, ich Idiot? Ja. Okay, wir wollen... Ja, das wäre blöd, wenn ich so mache. Ich nehme das aus der Hand und sag mal... Aktiv... Ohne Signal. Okay, und wir sagen hier
Signal, wenn Limit erreicht. Okay, ich sag hier mal 1000. Und sag mal hier das. So. Jetzt müsste der... Okay, jetzt schmeißt er hier Holz rein, aber unglaublich langsam. Okay. Da könnten wir ihm... Könnten wir ihm noch so eine Geschwindigkeitskarte reinschmeißen. Und mein Ziel ist, dass das Ding ausgeht, wenn wir 1000 erreicht haben. Und wenn wir 1000 erreicht haben, also an Holz im ME-System, dann hört er auf. Damit wir immer so 1000 halt auf Halde haben. Ja, okay. Und von hier aus müssten wir jetzt sagen... zack, zack. Was müssten wir denn sagen? Wo bauen wir denn das hin? Wir bauen das. Das wartet. Ich habe eine Idee. Ich setze das hier eins hoch. Warum? Damit wir hier später... So, von unten... noch einen Export-Bus für unsere anderen Geschichten ranbauen können. Dann können wir nämlich hier noch einen Export-Bus hochsetzen und können aus dem System noch andere Sachen rausziehen. Aber erstmal sagen wir dann nämlich Items von hier gehen da hoch und hier sagen wir Extract. Okay, das passt. Und hier sagen wir Insert. So, Extract immer. Und damit müssten jetzt die Sachen rausgehen. Genau. Und müssten dann hier hinten ankommen. Sehr schön. Und die rödeln auch schon direkt. Genau. Hier ist voll Holz. Und wenn es genug wird, dann entsprechend geht das halt auch rüber. Okay, perfekt. Sehr schön. Und wie schnell läuft denn das jetzt eigentlich? Wie schnell extrahierst denn du? Okay, es wird schneller, weniger... Wir dürften hier also gerne noch eine Geschwindigkeitskarte reinsetzen. Okay, das werden wir in der nächsten Folge machen, denn ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann noch gleich weitermachen, dass wir vielleicht die restlichen Sachen mit darüber ziehen und die andere... Ach, wobei, jetzt können wir noch gar nicht machen. Weil es gibt... Gibt es Sachen, die wir direkt verarbeiten wollen? Ich glaube nicht, ne? Wir müssten dann erstmal dasselbe System mit den Dingern bauen. Na gut, eins nach dem anderen... Wir sind auf jeden Fall für den Moment erstmal durch. Ich glaube, ich habe schon wieder massiv überzogen. Ist aber nicht so schlimm. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir hier weitermachen. Und irgendwann werden wir den ganzen Laden hier auch automatisiert kriegen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Showtime. Tschüss.